Und so schließe jetzt deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Atme das Licht der Liebe ein und fühle, wie dein Herz sich ausdehnt, wie es heranwächst zu einer großen goldenen Kugel und wie es zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Ich führe dich heute auf eine magische Wiese. Und wenn du diese Reise mit mir machen möchtest, dann gebe mir bitte ein innerliches Ja. Denn es ist dein eigener Wille und deine Entscheidung, ob du diese Reise antreten möchtest. Und wenn du bereit bist, nehme jetzt einen tiefen Atemzug, denn in diesem Moment wird dich dein innerer Magier in Empfang nehmen. Er wird dich an der Hand nehmen und auf die magische Wiese führen. Es geschieht wie von ganz allein. Und auf dieser magischen Wiese, wenn du jetzt auf ihr stehst, kannst du sehr viel fühlen. Diese Wiese ist von Bäumen umgeben und ungefähr einen Hektar groß. Sie ist rund und du stehst ganz außen, am Anfang, am äußeren Rand. Und nun geht es darum, deinen eigenen Weg zu finden. Dein Magier ist an deiner Seite und er führt dich. Es gibt gewisse Steine, es gibt Baumstümpfe, es gibt kleinere Graben, es gibt alle möglichen Hindernisse auf dieser Wiese und du sollst zu einem ganz bestimmten Ziel hingeführt werden. Es wird für jeden von euch eine ganz individuelle Reise sein. Und so beginne nun mit deinem Magier Schritt für Schritt im Kreise von außen nach innen auf dieser Wiese zu laufen. Es kann sein, dass plötzlich etwas vor dir steht. Und du dich bedanken musst, dass du hier sein darfst, damit du weitergehen darfst. Es kann sein, dass auf dem Weg eine Schlange liegt. Oder mehrere Schlangen sind. Lass dich führen. Schlangen sind Symbole für einen Neubeginn, richtungsweisend, für eine spirituelle Kraft. Es kann sein, dass du Vögel wahrnimmst, ganz viele. Es kann auch sein, dass du über Steine klettern musst. Was auch immer sich dir in den Weg stellt, du wirst es bewältigen. Dein Magier ist bei dir. Und vielleicht läufst du auch durch silbernen magischen Staub hindurch. Vielleicht siehst du auch ein Einhorn auf diesem Weg. Oder einen Zwerg. Es ist sehr spannend, denn hinter jedem Gras
schauen die Naturwesen zu, sie beobachten dich. Diese magische Wiese hat ihr Eigenleben. Vielleicht kommst du durch einen Sumpf. Alles ist möglich. Vielleicht findest du eine Weide, an deren Zweigen und Ästen du dich festhalten kannst. Passe auf, dass du nicht auf irgendein Tier trittst. Und vielleicht hörst du auch den Gesang der Feen und Elfen, die glockenfeinen Töne ihrer Stimmen, wie sie singen, Korinak, Korinak, folge uns, wir zeigen dir den Weg, Korinak. Und wenn du diese Wesen hörst oder siehst oder fühlst, dann ist es nicht mehr weit, dann bist du schon ganz nah. Und vielleicht erkennst du schon diesen ganz großen Stein. Er sieht aus wie ein Altar. Auf ihm ist ein Pentagramm eingezeichnet. Und in der Mitte dieses Pentagramms liegt eine Schachtel. Und in dieser Schachtel befindet sich dein persönliches magisches Zeichen, dein persönliches magisches geometrisches Zeichen. Es ist das Zeichen, was du schon in vielen Inkarnationen benutzt hattest und jetzt, heute, in diesem Moment, wirst du es wieder erkennen. Dein Magier führt dich zu diesem Stein und fordert dich auf. Diese Schachtel an dich zu nehmen und dann mit beiden Händen zu halten und die Energie zu fühlen. Fühle, welche Energie ausströmt. Fühle, was das für ein Symbol sein könnte, wie es aussieht. Lass dir Zeit. Die Elfen und Feen singen, Korinak, Korinak, die Zeit ist reif. Korinak, Korinak, dein magisches Zeichen kommt jetzt zu dir zurück. Korinak, Korinak. Sie flüstern dir zu, öffne, öffne deine Schachtel. Und schaue hinein, fühle, was sich dir zeigt. Denn es ist dein, es gehört dir. Betrachte und fühle dein Symbol. Dein magisches Zeichen. Du hast es heute wieder erhalten. Es ist dein ganz persönliches Zeichen. Trage es ab jetzt in Ehren. Benutze es in deinem Alltag, um deine Kraft zu verstärken. Lege es auf deinen Schreibtisch, an dein Bett, dorthin, wo du möchtest, zeichne es, dass du es nie mehr vergisst.
Es trägt die magische Kraft all deines Wirkens als Magier. Und jetzt darfst du es deinem inneren Magier geben. Er wird es in seine Hände nehmen und magisch verstärken. Das magische Band bildet sich erneut zwischen deinem Symbol und dir und deinem Magier. Es entsteht ein magisches Liebesband zwischen euch. Die Feen und Elfen, sie singen: Corinak, Corinak, es ist geschehen. Es ist wieder da. Es ist wieder aktiv. Und jetzt nehme dein Zeichen wieder in Empfang von deinem Magier und trage es immer bei dir. Dein Magier führt dich wieder zurück durch das Labyrinth, was aber dieses Mal ganz einfach geht. Und auch viel schneller als vorhin geschieht. So stehst du wieder am Rande, dort, wo alles begann, schaust diese magische Wiese an und erkennst deine Fußspuren, wie sie in goldenem blauen Licht leuchten. Und du weißt, dass alles richtig ist, was du heute getan hast. Dein innerer Magier führt dich in deinen Herzensraum, dorthin, wo du Frieden und Liebe fühlst. Und dort kannst du dein Symbol niederlegen, denn dort wird es immer für dich zur Verfügung stehen. Und so hast du dein Herz geschmückt mit deiner eigenen magischen Kraft und mit dem Wissen, welches dieses Symbol für dich trägt. Dieses Wissen wird sich ausbreiten und mit dir verbinden. Lasse alles geschehen, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und dann bedanke dich bei deinem inneren Magier und komme langsam in deinem Tempo wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen, bewege deine Hände und Füße und komme ganz in dem Alltag wieder an.